Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute stelle ich euch ein Zelt vor, was möglicherweise alle anderen Zelte für euch ersetzen könnte, beziehungsweise das eine Zelt ist. Also ich weiß, viele von euch sind wahrscheinlich ähnliche Gear Junkies wie ich und haben 10.000 Zelte und ich weiß, es gibt auch immer eine Ausrede, sich noch ein Zelt zu kaufen, weil es für die Bedingungen noch besser geeignet ist als das andere Zelt. Und ja, trotzdem gibt es heute eine Review. Für mich persönlich könnte dieses Zelt für viele das One and Only Zelt sein, was man niemals braucht. Und zwar, wie man schon sieht und wie man auch schon im Titel lesen kann, ist das das Strato Ultralight 2 von der Firma Mountain Hardware. Also viel Spaß bei der Review. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt auf meinem Kanal ein Aufbauvideo, das zeige ich euch einmal hier kurz. Aber ich habe jetzt auch nochmal den Aufbau und so weiter für dieses Zelt gerade kurz gefilmt. Das sind nur so 7 Sekunden, aber wenn ihr es detaillierter haben wollt, dann guckt euch auf jeden Fall das Aufbauvideo auf meinem Kanal an. Da gibt es dann auch nochmal einige Details zu sehen zum Aufbau. Gehen wir einmal über die allgemeinen Fakten zum Zelt zuerst. Das kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht aufsagen, deshalb gucke ich dabei einmal kurz aufs Handy. Das Gewicht ist ungefähr bei 1,1 Kilo, das habe ich auch nachgewogen, ich glaube 1,12 Kilo, also 1120 Gramm, was extrem gering ist für ein wirklich echtes Zweimann-Zelt. Und das kann man natürlich auch noch reduzieren, indem man zum Beispiel das Außenzelt weglässt oder die Heringe weglässt, wobei man, dazu komme ich später noch, die Heringe eigentlich auch braucht. Es passen wie gesagt 2 Leute da rein und das Packmaß habt ihr auch schon gesehen, blende ich hier nochmal ein, ist relativ klein. Und da gibt es auch noch eine Besonderheit und zwar sind die Tent Poles, also die Zeltstangen und das Flysheet und das Inner Tent sind getrennt voneinander, sodass ihr das Zelt zum Beispiel, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, könnt ihr das Zelt einfach aufteilen. Einer nimmt die Zeltstangen, der andere nimmt den Rest vom Zelt, sodass ihr das Gewicht eben aufgeteilt habt. Zum Material einmal, was das Außenmaterial angeht, das ist ein 15D-Sil Nylon, hat 1200 mm Wassersäule, 100% also Nylon und auch Ripstop-Material. Dadurch ist es natürlich extrem dünn und auch nur dadurch kann man dieses wirklich leichte Gewicht erreichen. Es macht für mich trotzdem einen sehr robusten Eindruck, ist aber wie gesagt ein sehr dünnes Zelt. Ist immer so die Geschichte bei Ultralight-Zelten, ihr müsst immer Robustheit und Gewicht einsparen, beziehungsweise ist immer so ein Ausgleich. So, das Außenzelt ist sogar 20D Sil Nylon und das der Tent Floor ist aus 30D Sil Nylon, also es wird dann immer ein bisschen härter, beziehungsweise ein bisschen robuster. Der Boden ist ein bisschen robuster als das Außenzelt und das Innenzelt hat nur 15D Nylon. Und ja, das sind dann einmal alle Fakten, die es zum Zelt gibt. Ich blende die sonst auch nochmal ein, dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Zum Zelttyp her, das ist ein semi-freistehendes Zelt. Also erstmal ist es kein Outdoor-First-Zelt, sondern hat ganz klassisch das Innenzelt und das Überzelt, beziehungsweise das Flysheet, was über das Innenzelt rüber macht. Semi-freistehendes Zelt bedeutet, ihr habt dort vorne habt ihr eine Crossing Pole, das heißt, dort braucht ihr keine Heringe, aber hier hinten braucht ihr unbedingt Heringe. Und zwar diesen Hering braucht ihr unbedingt und auch auf der anderen Seite braucht ihr den Hering. Weil ich zeige es einmal ganz kurz. Hier seht ihr nochmal, warum es semi-freistehend ist. Also hier hinten habe ich jetzt die Heringe rausgezogen und da sieht man, dass die Ecke einfach einfällt. Das heißt, wenn ihr die nicht abspannen würdet, hättet ihr hinten nicht ein strammes Innenzelt und auch kein strammes Außenzelt. Das heißt, ihr müsst diese Ecke unbedingt abspannen, sonst funktioniert das nicht so ganz mit dem Zelt. Beziehungsweise es würde schon funktionieren, aber ja, ihr könnt auch einfach einen Stein nehmen und den da hinlegen. Es ist für mich jetzt kein großer Nachteil, dass es nicht komplett freistehend ist. Aber dadurch, dass hier hinten nicht nochmal so eine Crossing Pole wie dort ist, spart ihr natürlich Gewicht. Wenn man den Hering rausnimmt, kann diese ganze Ecke, also hier ist meine Isomatte drin, kann zurückfallen. Wenn ihr hier nochmal eine Crossing Pole wie da drüben hättet, wäre das nicht so. Aber deshalb braucht ihr unbedingt diese 2 Heringe, weil ihr sonst nicht das ganze Volumen vom Zelt bekommt und das Fleisch nicht richtig abgesteckt ist. So, ja, deshalb hier hinten habt ihr nur eine Stange, das minimiert auf jeden Fall das Gewicht, macht es aber wie gesagt nicht ganz so robust, beziehungsweise sorgt dafür, dass ihr die 2 Heringe braucht und dass es nicht komplett freistehend ist, sodass ihr zumindest ein bisschen abspannen müsst. Was man gleich sieht, dieses Zelt hier ist komplett weiß, also für Stealth Camping oder ja, Leute, die eher so Military Style bevorzugen, wozu ich eigentlich auch gehöre, ist das eigentlich nichts. Das liegt aber daran, dass sie da keine Chemikalien für die Färbung benutzt haben und allgemein ist das ein sehr nachhaltiges Zelt, beziehungsweise die Planen ist sehr nachhaltig. Ich blende die Informationen auch nochmal ein. Da wurden wie gesagt keine Farben verwendet, keine Chemikalien fürs Bleichen und so weiter. Deshalb ist es einfach nur der Stoff, der pure Stoff und deshalb ist es so weiß gehalten. Und ja, für Stealth Camping ist es nichts, aber für normales Camping, wo es auch erlaubt ist, ist es auf jeden Fall für mich kein Problem. Beziehungsweise im Winter im Schnee ist es auf jeden Fall für Stealth Camping auch geeignet. Das Zelt kommt natürlich nur mit einem Moment.
5 Heringen, glaube ich. Ich verbessere sonst das nochmal. Also ihr habt nur die Minimum-Heringe, um irgendwas abzuspannen, aber trotzdem habt ihr noch einige Abspannmöglichkeiten extra, die ihr immer benutzen könnt. Hier sind beispielsweise schon Seile dran. Dann habt ihr hier noch Abspannseile, die ihr befestigen könnt, beziehungsweise Abspannpunkte. Und all diese sind natürlich auch, wie man hier an der Naht sieht, nochmal doppelt vernäht, sodass da auch ein bisschen Druck hinter ist, beziehungsweise dass man da auch ein bisschen Druck anbauen kann. Hier seht ihr nochmal das Deckzeichen, also das sind Deckpoles. Hier seht ihr auch die Deckpole, also das zeigt nochmal, wie qualitativ hochwertig das Zelt eigentlich verarbeitet ist. Auch hier das Mesh ist sehr hochwertig und allgemein, ich habe keine losen Nähte oder irgendwas gefunden. Die Zipper laufen sehr smooth, eine sehr hochwertige Verarbeitung. Das Einzige, was da wieder schade ist, dass man es wieder selbst seamseilen muss. Aber das habe ich schon bei vielen Zelten gesehen und für mich jetzt mittlerweile kein Problem mehr, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Geht relativ einfach und auch schnell. Hier seht ihr noch einmal nur das Innenzelt und das ist auch ein Vorteil von dem Zelt. Dadurch, dass es halt nicht Outer First ist, könnt ihr einfach das Innenzelt aufbauen und das ist ein sehr, 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 sehr feines Mesh. Das heißt, ideal zum Sterne gucken und da kommt auch kein Moskito oder irgendwas durch. Also es ist wirklich extrem fein und das ist auch nochmal ein Riesenvorteil bei dem Zelt. Und wie immer bei dieser Crossing Pole hier oben durch diese ist natürlich der Kopfbereich auch höher beim Zelt, was man auch im Inneren auf jeden Fall merkt. Hier hinten habt ihr dann nochmal so einen extra verstärkten Bereich gegen Wind und Sand und ähnliches. Also den Bereich tendenziell eher zum Wind dann aufbauen. Kommen wir nun zu dem Teil, warum ich denke, dass dieses Zelt das einzige Zelt sein könnte, was ihr auf jeden Fall braucht. Und zwar ist das der Platz und das Gewicht. Das Gewicht habe ich schon genannt. Mit 1,12 Kilo ist es auf jeden Fall ultra, ultra leicht. Und schlägt viele, viele Ein-Personen-Zelte, die auch noch ein Gestänge dabei haben. Also Tracking-Pole-Zelte sind immer in der Regel leichter, aber für Zelte mit Gestänge ist es auf jeden Fall ultra leicht. Und der Platz im Inneren ist wirklich ein Zwei-Personen-Zelt. Das heißt, nicht so wie bei anderen Zelten, ihr bekommt dort zwei XL-Isomatten rein. Also zwei 65er Isomatten bekommt ihr da problemlos rein. Und ihr habt von der Höhe genug Platz. Und was man hier auch sehen kann, ihr habt zwei Vestibules, also zwei Eingänge. Was viele Zwei-Personen-Zelte nicht mehr haben, beispielsweise das Nature Hike Cloud Up 2 hat nur einen Eingang. Hier hat jeder einen eigenen Eingang, ein eigenes Vorzelt, wo man dann Sachen ausladen kann. Und hier drin hatten wir auf jeden Fall auch Platz für zwei Leute mit Isomatten. Und wie gesagt, Rucksäcke müssen dann ins Vorzelt oder man kann sie auch noch mit reinnehmen irgendwie. Jetzt gehe ich einmal rein, damit man hier einmal einen Platzvergleich hat. Wie man sieht, ich habe hier drin wirklich extrem viel Platz für mich alleine. Also ich habe jetzt auch nur eine kleine Isomatte dabei, beziehungsweise eine nicht so breite. Aber ich habe hier auf jeden Fall noch extrem viel Platz. Ich kann hier Klamotten hinlegen, ich kann meinen Rucksack hier hinlegen und im realen Fall können dort auch locker zwei Personen mit der Isomatte schlafen. Und wie gesagt, hier ist der zweite Ausgang für die zweite Person und ihr habt wirklich extrem viel Platz hier im Zelt. Hier einmal zum Platz im Zelt von innen. Wie gesagt, also zwei Personen mit Isomatten passen hier locker hin. Ihr habt auch eine relativ gute Länge. Ich rutsche ein bisschen nach hinten, weil es ein bisschen uneben hier ist. Aber ihr habt hinten auch noch viel Platz am Kopfraum. Also hier passen auch zwei Meter Leute locker hin. Dadurch, dass es auch vom Stil her, wie ihr seht, geht es relativ senkrecht dort hinten hoch. Hier ist es noch extremer. Es geht senkrecht hoch, sodass ihr keine Einbüßen habt, wie beispielsweise bei anderen Zelten. Und ihr habt dann auf jeder Seite diese Türen mit den zwei Vorzelten, was auf jeden Fall sehr gut ist. Was die Belüftung angeht, sieht man ja schon, das ist ein komplettes Mesh-Innenzelt. Das heißt, ihr habt generell wenig Probleme mit der Kondensation im Innenzelt. Die Luft kann gut durch und man sieht auch, dass dieses Zelt einen relativ hohen Rand hat. Also das ist mit der Kondensation generell wenig ein Problem. Und trotzdem habt ihr hier nochmal diese Flappen, die es bei vielen Zelten gibt. Das heißt, ihr könnt die Tür immer ein Stück offen lassen. Ich zeige das einmal ganz kurz. Hier könnt ihr ein kleines Luftloch immer lassen. Diese Flappen überdecken dieses Loch und sorgen dafür, dass kein Regen beispielsweise reinkommt und auch der Wind ein bisschen geschützt ist. Aber ihr habt dann trotzdem auf beiden Seiten hier kleine Belüftungslöcher. Und wie schon gesagt, die Zipper sind extrem smooth von diesem Zelt. Das ist gar kein Problem. Diese Flappen sind außerdem hier mit Klettverschluss verbunden, sodass sie einfach aneinander kletten und dann die Tür gut verschlossen ist. Was den Stauraum von innen angeht, habt ihr hier eins, zwei, auf jeden Fall zwei kleine Taschen,
pro Person, jeweils eine. Und dann habt ihr hier oben noch eine feste Tasche. Bei vielen Zelten ist es hier oben, dass man so reinklippen kann oder so. Hier ist sie einfach fest verbaut, finde ich persönlich auch eine bessere Lösung. Und dann könnt ihr theoretisch hier an diese zwei Ösen jeweils noch was anhängen. Oder auch ein Seil spannen, wo man dann Kleinigkeiten trocknen kann oder auch dann die Lampe dran anhängen kann. Was auf jeden Fall auch ziemlich cool ist. Wie gesagt, vieles ist bei diesem Zelt hier optional gemacht, was ich extrem gut finde. Das heißt, ihr könnt extrem, extrem ultraleit sein, ohne dass ihr ja, irgendwelche Nachteile habt. Also ihr könnt immer jeweils es individuell anpassen. Ihr könnt auch die Heringe beispielsweise tauschen, könnt mehr Zipline ranmachen und das finde ich auf jeden Fall sehr gut. So, kommen wir jetzt einmal zu meinem Fazit zu dem Zelt hier. Ich glaube, ihr habt die ganze Zeit schon rausgehört. Ich bin ziemlich begeistert von dem Zelt. Fangen wir mit dem Negativen an. Also viele sagen, dass das Zelt ein bisschen schwer aufzubauen ist. Man hat es ja auch gesehen beim Aufbau. Ich habe ein detailliertes Video dazu hochgeladen. Also wenn man es ein bisschen übt, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Für mich ist es jetzt mittlerweile auch kein Problem mehr. Dadurch, dass es ultraleit ist, hat es natürlich immer ein paar Nachteile. Es ist nicht so robust, es ist nicht so einfach aufzubauen. Man hat ja überall diese dünnen Schnüre beispielsweise. Das sind alles so ein paar Nachteile, aber die hat man, finde ich, bei jedem Ultraleit-Zelt. Und das ist immer ein Hin und Her, ob man mehr Gewicht mitnehmen möchte oder lieber ultraleicht sein möchte. Da muss man halt ein paar Kompromisse eingehen. Deshalb ist es für mich persönlich gar kein so großer Nachteil. Der größte Nachteil für mich ist die Farbe. Wie man hier sieht, passt es sich nicht so gut an. Im Schnee würde es sich super anpassen, aber dafür ist es eigentlich nicht geeignet. Also es ist kein Four-Season-Zelt. Man sieht, dass das hier gar nicht bis zum Boden runtergeht. Es sind sehr dünne Stoffe und auch der komplette Innenbereich ist aus Mesh. Also Four-Season ist es eigentlich nicht geeignet. Wobei ich da auch immer sage, es hängt am meisten vom Schlafsystem ab. Ihr könnt auch in so einem Zelt ein Four-Season-Adventure haben, also ein Winterabenteuer machen. Das ist eigentlich kein Problem. Ihr müsst nur ein gutes Schlafsetup haben. Dadurch, dass es wenig Kondensation hat, eignet es sich eigentlich schon dafür, weil ihr wenig Feuchtigkeit im Innenraum habt. Aber das sind eigentlich auch so die einzigen Nachteile, die ich bei dem Zelt sehe. Die Riesenvorteil ist einfach das Gewicht und die Größe. Wie ich gesagt habe, ihr passt da zu zweit rein. Es ist ein super gutes Zelt. Es hat eine Pole, was ich persönlich besser finde als Tracking Pole Zelte. Also es hat so ein Gestänge wenigstens. Und ihr passt da zu zweit rein. Es ist extrem leicht mit 1,1 Kilo. Das heißt, für die meisten Leute, die nur so von Frühling bis Sommer bzw. Spätsommer unterwegs sind, ist das das ideale Zelt, wenn ihr den Platz nicht braucht, wenn ihr ultraleit campen wollt. Und ihr könnt es alleine benutzen, gar kein Problem, es ist nicht schwer. Ihr habt da drin alleine extrem viel Platz, es ist sehr hoch, es ist sehr breit. Oder ihr könnt es auch mal zu zweit benutzen, wenn ihr einen wirklich guten Trekking-Trip macht. Von daher ergänzt es sich super, ihr braucht nicht zwei separate Zelte und das ist bei mir immer so der größte Teil bzw. das größte Problem, wenn ich ein neues Zelt habe. Entweder es passt nur einer rein oder es passen halt zwei Leute rein. Und wenn zwei Leute reinpassen, dann ist es wirklich nur vom Gewicht her sinnvoll, mit zwei Leuten das Ganze zu tragen. Und ja, deshalb dieses Zelt extrem flexibel einsetzbar und deshalb auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produkt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, das war's mit der Review. Hier seht ihr nochmal das Zelt unverpackt, beziehungsweise fertig verpackt. Einen Moment hier. Und ich hoffe, ihr habt alle Informationen bekommen, die ihr braucht. Und das Zelt werde ich auf jeden Fall verlinken. Ich habe gesehen, es ist gerade im Sale bei Mountain Hardware zumindest für, ich glaube, $240, was auf jeden Fall ein Spitzenpreis dafür ist. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Guckt gerne auch das Aufbauvideo und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also, macht's gut und bis dann.